Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Transport Fever. Und ich gucke meine Linien. Und noch machen die alle Minus. Was daran liegt, dass sie noch nicht viel großes Aufkommen haben. Wir sind erst im dritten Jahr. Und deswegen würde ich auch sagen, dass wir das erstmal noch ein bisschen abwarten. Von mir großartig was machen. Die Linie 1 können wir aber trotzdem mal umbenennen. Und das ist jetzt der... Wie hatten wir das? Wir hatten, glaube ich, einen eigenen Namen, ne? Deswegen tue ich erstmal nur die Zugverbindung schreiben. Zug. Jetzt haben wir das. Das ist auch noch gedrückt. Zug. Alfhausen. Oh so. Alfhausen. Kattelhof. Zack. Warum habe ich das Bus hier eigentlich weggemacht, frage ich mich. Das sollte eigentlich stehen bleiben. Gucken wir doch mal. Jetzt am Bahnhof steht schon ein bisschen was an. Aber Plus machen wir noch nicht. Eine zweite Linie ist auch unpraktisch. Hier sind auch noch alle neuen Passagiere mit drin. Wir haben auch noch nichts Neues bekommen. Wir können auch mal ganz woanders hingehen. Ich habe das bei jemandem gesehen. Der hat hier angefangen mit einer Zuglinie und hat dann ganz woanders angefangen, da ein bisschen hier Cargo rumzukutschieren. Aber ich weiß nicht, ob Cargo jetzt noch zu früh ist. Ich bin mir nicht sicher. Machen wir gerade ein leichtes Plus. Ist alles wieder Minus geworden. Ich frage mich, ob da gerade ein leichtes Plus stand. Gucken doch einfach mal hier. Wie viel machen wir denn hier oben? Kosten, 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 Einnahmen. Straße, Eisenbahn. 28, na das, guck mal, das wird immer mehr. Eisenbahn 41.000. Zinsen minus 30. Und dann die ganzen Abzüge macht ein Minus von 114. Aber ist schon mal weniger als hier. Ja. Oder, ja. Am Anfang ist nicht so viel. Diagramme. Logo. Kein Logo. Your company logo will appear on every vehicle, but for some in different form. Okay. Kein Logo. Aha. Railway Company. Ein näherer Route. Dann haben wir kein Logo. Vielleicht können wir da irgendwann mal unser Logo drauf machen. Von hier. Das ist ja praktisch, ist das ja. Cool gemacht. Guck mal, jetzt warten ja schon ein paar mehr. 29. Und hier warten es auch schon 18. Okay, da das jetzt in Fahrt kommt und wir auch ein bisschen mehr hinzuverdienen, warten wir mal noch kurz ab, bis der Zug angekommen ist, weil da wird er ja jetzt eigentlich Plus machen. So circa. Müsste der jetzt ins leichte Plus rutschen? Alter, fährt er voll. Nehme ich an, fährt er voll?
Nee, nicht ganz. Aber 10, was bringt 10? 48 bringt. Oh, wenn der jetzt voll fährt, bringt er richtig viel Money Money. Dann werde ich ja hier einen Ausweichgleis hinbauen. Ein Ausweichgleis. Zack, zack, zack. Gehen wir hier so rein. So. Bauen wir hier mal ein Stück Gleise. Und dann wieder nach rein, oder? Noch ein bisschen, noch ein Stück. Und jetzt wieder rein hier. Zack. Und hier hinten dann auch nochmal. Bevor es nach oben geht. Am besten hier dann. Zack. Und in kleinen Schritten bauen. Das spart viel Geld. Und jetzt hier wieder drauf gehen. Und dann machen wir hier ein paar Signale hin. Einmal hier ein Signal und hier ein Signal. Und dann hier unten natürlich auch hier ein Signal. So, hier ein Signal und hier ein Signal. Und wenn wir da auf die Linien gehen, sehen wir, dass das Rechtsverkehr ist. Und hier hinten müsste es ja auch Rechtsverkehr sein, oder? Hier. Hier war das. Zack, zack, zack. Genau. Also haben wir alles richtig gemacht. Und wenn der jetzt hier ankommt, da müsste er ja voll ankommen, müsste der jetzt auch ein Plus machen. Im Insgesamten. In den Linien. Ja, der macht jetzt gut Plus. Da kann ich alle mitnehmen. Da brauchen wir jetzt wirklich einen zweiten Zug. Brauchen wir einen zweiten Zug. 1, 2, 3, 4, 5 Zugdetails. 30, 36. Machen wir jetzt hier mal ran. Und setzen den auf diese Linie. Wartet auf freie Wege. Genau. Hier könnte ich den Zug umbenennen. Transportunternehmen Esmeraldisch. Oder irgendwie sowas, oder? Können wir doch nehmen. Irgendwas mit Esmen. Esmen Transport Company. Esmen Transport Company. ETC. Etc. Klingt das gut? Gucken wir doch mal. Jetzt sind wir gerade ins Minus gerutscht, aber das ist ja klar. Es geht gleich wieder ins Plus. Keine Sorge. So, nimmt er jetzt erstmal voll mit. Und das gibt Plus. Das kann ich euch gleich verraten. Das gibt Plus, wenn er ankommt. Hoffentlich springen die jetzt auch nicht alle raus, ne? Es gibt ja immer das Szenario, dass die alle rausspringen. Bei Trainfever gab's das. Wie machen wir das? Wir haben bisher noch keinen Kredit genommen, ne? Ja. Ich bleib mal ohne Kredit. Ich lasse den jetzt erstmal weg. Müsste jetzt eine vierstellige Nummer sein. Da das der erste Zug ist, kriegt er am Ende eine 01. Und am Anfang. Weil es die ersten Züge sind, kriegen sie mal eine 10. 10.02 ist das hier. Und ich nenne ihn einfach mal ETC. Zack. Wo ist unser anderer Zug?
Das ist hinten. Und er kriegt ETC, oh, nicht ETS, ETC 10.01. So, unser erster Zug. Und der wartet hier. Was haben wir denn für einen Tick? 4 Minuten. Es geht. Es war auch viel, aber es geht. Oder da freie Wege. Vielleicht bauen wir doch ein bisschen die Strecke noch aus. Da ist da wirklich ohne Probleme zwei Züge drauf fahren. Guck mal, wir machen jetzt so auch schon Plus. Ah, guck mal. Alfhausen ist schon mal ein Plus. Ja, Kattelhof steckt noch im Minus drin. Gucken wir doch mal. Aber hier warten wir das sehr viele. Über 36, da fährt er schon mal voll. Hier hinten warten auch über 36 gleich, wenn der ankommt. Schön. Richtig schön. Was ist mal wieder für diese Folge? Und ich sage, ciao. Hoppala. Was ist da los? Es macht gerade ein Steam-Update im Hintergrund. Warum macht es das einfach so? Keine Ahnung. Wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und bis morgen. Und bis zur nächsten Folge. Je nachdem.